Naja, Zuko ist ja mehr als ein Sidekick. Ist ja, ja mehr als auf jeden Fall. Ist er sein Partner. Und Vorsicht, er ist hinter dir! Terrapestem Teneto, Salus Hikmaneto und willkommen zu John Sinclair Night Talk. Mein Name ist Dennis Bender und jetzt kommt eine ganz besondere Anmoderation. Ich freue mich schon den ganzen Tag drauf. Liebe Freunde, der Mai ist gekommen. Oh. Martin, den hast du noch nie gehört, oder? Oder nee. Wann hast du den das letzte Mal gehört? Also, echt, wirklich? Ja, nee, furchtbar. Kommt das? Ja, oh, komm, bitte, entschuldige, was soll ich denn machen? Ich weiß, meine Mutter sagt immer, meine Mutter erzählt immer, wie bei meiner Geburt bereits also mein Vater war Lehrer. Ja. Und dann hatte eine andere, eine befreundete Lehrerin, die kam morgens in die Schule und die Kinder sangen alle, Mai ist gekommen. Und sie sagte, wieso, ist jetzt doch erst April? Und dann, Also damals schon. Damals ja, war es schon. Damals ja, schon, gut. Zur also, Geburt. Wir schneiden das insofern nachher alles raus. Gut, nein, lass es drin. Ich freue mich, Martin Mai ist da. Liebe Freundinnen und Freunde von John Sinclair, seit Beginn der Aufnahmen der, damals hieß noch Edition 2000, heute ist es einfach John Sinclair, der Hörspiele, bist du dabei? Ja. Du bist Urgestein. Ich wollte es gerade sagen, Urgestein. Ich habe nochmal geguckt. Übrig geblieben sind noch von damals bist du Detlef Bierstedt als Bill Connolly und Ilja Welter als Glenda. Okay. Ist auch noch dabei. Ja, okay. Glenda Perkins. Ja. Schon damals habt ihr nicht zusammen aufgenommen. Nein, kann das sein, dass ihr. Wir haben uns, also wir sind uns dann auf den Conventions begegnet oder bei irgendwelchen Live-Hörspielgeschichten. Aber es wird alles, wurde auch damals schon alles geixt, was natürlich dann für die Regie und den Schnitt größere Freiheiten bedeutet. Ja. Und beim Sprechen auch für dich, oder? Also ich kenne beide Varianten. Ich bin ja Hamburger und sitze manchmal auch bei Heike Dine Körting im Studio, wo dann 8 Mikrofone von der Decke hängen und dann. Ist es noch dieser runde Tisch? Ja, genau. Legendäre? Ja. Also jetzt wir reden von Heike Dine Körting, wir reden von Europa-Hörspielen natürlich, ganz klar. Wir sind natürlich auch Kassettenkinder. Warst du ein Kassettenkind oder warst du mehr Platte? Ich war Platte. Ich war noch Schallplatte. Ich bin ja schon echt alt. Hast du alle noch? Oder hast du sie abgegeben? Weil die sind echt viel wert teilweise. Ja. Hast du damals auch mitgesprochen bei so 3 Fragezeichen oder bei sowas? Ich habe bei sowas auch mal mitgesprochen. Ja. Aber ich meine, ich lebe ja erst seit 1994 in Hamburg. Okay. Also ich bin gebürtiger Oberfranke. Ne? Oberfranke? Aus Coburg, ne, freilich. Aus Coburg. Was ist denn da die nächste Stadt mit Postleitzahl? Guck, man kennt. Aber man hört sie nicht an, wenn man eine Mathe hört. Man Dank, die Fragen hört man so ein bisschen. Beim Lothar Matthäus hörst du es da. Beim Lothar Matthäus, der Baron ja nicht anders machen als Fußball spielen. Ne? So, und nee, aber, also ich bin halt schon mit Schallplatte aufgewachsen und so. Ich habe vor ein paar Jahren, als mein Vater starb und wir das Haus ausgeräumt haben, dann sind wir noch auf ein paar alte Schallplatten gestoßen und da habe ich, glaube ich, auch 2 mitgenommen, weil mit den Leuten, die da drauf waren, habe ich eben jetzt in Hamburg gearbeitet oder arbeite ich eben zurzeit. Auch mit Douglas Welbert zum Beispiel, Konrad Halver, der nun auch schon verschieden ist. Und, aber Heike Dine Körting, um da nochmal drauf zurückzukommen, die Märchenfee, war ein Bild drauf aus den 60er Jahren. Ja. Sie als wunderschöne junge Frau, sie ist immer noch eine schöne ältere Frau, aber damit bin ich aufgewachsen, klar. Du bist den meisten natürlich bekannt als Schauspieler, also als Gesicht, als Stimme auch, aber als. Ne? Und wir müssen. Lass uns das direkt am Anfang hinter uns bringen. Martin Mai, das Boot. Ja. Das war quasi. Wie alt warst du denn da? 1920. Das heißt, du bist von der Schauspielschule direkt gar nicht? Ich war auf keiner Schauspielschule. Was? Also nein, ich habe. Das Interview ist beendet. Was ist das denn? Ich kann hier nicht mit Amateuren arbeiten. Das Boot war tatsächlich mein zweiter professioneller Film. Wie gesagt, Coburg, eine Kleinstadt, seinerzeit DDR umschlossen, nur nach Süden frei. Und für eine Kleinstadt mit 40.000 Einwohnern erstaunlich viel Kultur. Also es gibt immer noch ein Theater, ein Dreispartenhaus, eine damals sehr aktive Volkshochschule und Filmclub, bla bla bla. Und meine Großeltern, also wir wohnten ursprünglich in einem Dorf 20 Kilometer entfernt. Meine Großeltern hatten da eine Dorfgastwirtschaft mit Tanzsaal, der in den 50er Jahren zum Kino umgebaut worden war. Mhm. Und war halt Kinopächter drauf. Und seit ich 6 Jahre alt war, durfte der kleine Martin ins Kino gehen, wenn was Entsprechendes lief. Und insofern war ich schon sehr früh angefixt. Ja. Und dann eben in Coburg dann Theater. Und das hat mich alles sehr interessiert. Ich war dann eben auch Statist.
bei Operetten, Opern, auch mal Schauspiel und so. Und war auf einem musischen Gymnasium. Und man überlegt sich ja so, was willst du mal werden? Architekt oder Lehrer oder vielleicht doch irgendwas mit Theater oder Film? Und eigentlich hat es mich dahin gezogen. Und 1979 wurde da ein Film gedreht, der hieß Die wunderbaren Jahre, nach einem Buch von Rainer Kunze. Rainer Kunze war ein DDR-Autor, der im Zuge der Sabirmann-Ausbürgerung eben auch in den Westen gekommen war. Und er hatte ein sehr beachtetes Buch über Jugendliche in der DDR geschrieben. Das sollte verfilmt werden, natürlich im Westen. Man konnte nicht in der DDR sowas verfilmen, kritisch. Und da gab es 5 Hauptrollen für 15- bis 18-Jährige. Und die Filmproduktion hatte entschlossen, das im Coburger Raum zu drehen. Das war Film, das war nicht Fernsehen. Das war ein richtiger Kinofilm, richtig großer Kinofilm. Und das sollte da gedreht werden, weil er da von der Landschaft ähnlich ist wie in Thüringen und so weiter. Und ich habe mich neben 800 anderen beworben und bin am Ende für die eine Hauptrolle ausgewählt worden. Und das hat dann Wolfgang Petersen gesehen und hat gesagt, den hätte ich gerne als jungen, sympathischen... Genau. Ja, ich habe noch ein Jahr Schule gemacht dann. Also, da war ich in der 12. Klasse, als die wunderbaren Jahre gedreht wurden. Noch ein Jahr Schule, dann Abi. Direkt nach dem Abi habe ich einen Ferienjob angefangen in einer Fabrik für Kloschüsseln und solche Sachen. Auch schön. War in der Frühschicht. Muss auch sein. Genau. Komm nach Hause. Aber nicht im Schwarzwald. Nein, in Rödendahl bei Coburg. Oh, okay. Wer kennt sie nicht? Die Kloschüsseln aus Rödendahl bei Coburg. Und auch kam nach Hause nachmittags und meine Mutter hat die Bavaria-Film hat angerufen, du sollst zur Probeaufnahme nach München kommen. Können wir das ganze Interview bitte großartig. Und dann habe ich da in der Firma angerufen und sagte, Leute, ich habe heute den ersten Tag gearbeitet, ich brauche morgen Urlaub. Ja, spinnst du, Kerl? Ich muss nach München morgen. Ja, das geht nicht. Dann kündige ich. Du musst die Scheißhäuser zusammenkloppen, bist du wahnsinnig hier? Genau, fuhr am nächsten Tag nach München, traf dann Petersen, Bavaria. Ich hatte das Buch auch gelesen, war ein bekanntes Buch zu der Zeit. Buchheim, das Boot, genau. Und dann Probeaufnahmen und zack, hieß es, du bist drin. Und für mich bist du im Boot, also für viele bist du die Identifikationsfigur, also der Junge, der heute würde man sagen, der Rookie sozusagen. Mhm. Es war klar, dass Grönemeyer so als Erzähler oder als Journalist da drin war, aber du warst da einfach auch die sympathischste Figur, was ja nicht so schwer war bei dem Haufen. Weil es waren ja schon, also wenn ich überlege, wer da jetzt alles dabei war, Ralf Richter, Claude-Oliver Rudolph, Heinz Hönig war dabei. Es ist einfach ein Wahnsinnscast. Hat man dich auch so aufgenommen wie deine Rolle, so als Junge, so als ganz frisch? Hat man dich so ein bisschen protegiert? Ja, was heißt protegiert? Also es war ein ganz großes Glück, bei dieser Produktion dabei zu sein, weil ich habe eben Learning by Doing gehabt und habe mit ganz, ganz tollen Leuten gearbeitet. Das war super. Also ich war Laie. Ich hatte diesen ersten Film gemacht, hatte aber keine Schauspielausbildung, hatte auch immer auf Fränkisch geplaudert. Ne? Mhm. Und das fand aber Petersen ja gerade gut. Es waren ja die Leute so besetzt, dass sie aus so verschiedenen Dialekte und Erwin Leder, Werner und so. Mhm. Kaloy, ich meine, Prochnow. Und wir waren alle total jung und klar, Jürgen war schon Bundesfilmpreisträger und großes Vorbild und so, aber die meisten kannte man eben noch überhaupt nicht und es war eine wahnsinnig tolle Zeit. Also, mit mir hatte Petersen damals gesagt, deine Rolle ist die, wo die deutschen Mütter weinen werden, verlorene Schwiegersohn oder Sohn oder so. Und wir haben ein Jahr an diesem Film gearbeitet. Habt ihr damals gemerkt, was ihr da macht, dass das den deutschen Film verändern wird? Ja. Oder? Ja. Also, wie gesagt, es war mein zweiter Film. Und ich dachte, wow, so geht Kino. Mhm. So geht Kino. So habe ich nie wieder gedreht. In dieser Exaktheit und in diesem Riesenapparat und so. Und Petersen war einfach, ist der kompletteste Regisseur, den ich halt kennengelernt habe. Also er halt alles konnte. Und, hat ja auch die Drehbücher selber geschrieben, konnte ein Team führen, konnte Schauspieler führen. Alles, kannte die Technik. Es gab keine Computertricks. Es waren alles handgemachte Tricks. Wie viele Sets war denn dieses U-Boot? Konnte man das klappen? Oder ja, das war... Weil es war ja, man saß wirklich im Kino, man hat ja wirklich mit euch mitgelitten. Mhm. Man hat ja quasi den
den Schweiß gerochen. Ja. Das hat wahrscheinlich geholfen auch. Ne? Wir wurden vor jeder Aufnahme wurde das ganze U-Boot eingenebelt, ohne Dunstkorkunst. Ja. Und weil halt der Wasserdampf einfach da in der Luft ist und es macht halt optisch ein tolles Bild. Ja. Und es gab ja verschiedene Modelle, eine ganze Menge Modelle, aber dieses, worin wir gedreht haben, war insgesamt an die 60 Meter lang, bestand aus 3 Segmenten, also das hinten, das Heck mit die beiden Maschinenräume, Diesel- und Elektromaschinenraum. Dann das Mittelteil von der Kombüse über die Unteroffiziersunterkunft, Zentrale zur Offiziersmesse. Unterkunft, Schlafen. Messe, wo der Kapitän auch seinen Verschlag hat, also seinen Vorhang vorziehen kann. Und dann eben das Vorschiff. Und das Ganze, um diese Bewegungen zu machen, gab es ja eine riesige Wippe. Und man konnte also diese 60 Meter eben in 3 Segmente teilen und dann eben ein Segment auf diese Riesenwippe draufsetzen, 8 Meter hoch. Und damit wurden diese Schiffsbewegungen eben gemacht, damit wir halt da auch richtig mitgehen und die Lampen schwingen und so weiter. Hatte die Kotztüten immer dabei? Hat man sich schon dran gewöhnt. Wurde zwischendurch mal ein bisschen gegöbelt? Es gab eine Situation, wo... Das wollen wir jetzt wissen. Investigativ Fug Ernag. Wurde da gekotzt beim Boot? Ganz tolle Situation. Wir drehten irgendwie so Wasserbombeneinschläge und dann geht halt die Schalltafel in Flammen auf und es wird dann gelöscht und alle husten. Und Charlie Bum Bum, der Special Effect Chef der Bavaria, der sich damals um alles gekümmert hat. Hieß auch so Charlie Baumgartner, also okay. Charlie Bum Bum genannt, in der Branche bekannt als Charlie Bum Bum. Und vorher gab es immer so das Briefing. Klingt hier so ein Batman-Bösewicht. Verdammt, da kommt wieder Charlie Bum Bum. Na, jedenfalls kam er vorher an und sagte, pass auf, Jungs, und dann explodiert das Ding und dann kommt ein bisschen Rauch, dann müsst ihr schön husten, ne, damit es realistisch schön husten und so, okay, und so. Du machst mir gerade den Film kaputt. Nein. Nein, ich mache ihn ja nicht kaputt. Nein. Und dann gab es eben diese Situation, du kannst dich nur einmal drehen, weil da muss wieder alles neu vorbereitet werden, das dauert Stunden. Jedenfalls, dann hatte es mehrfach kalt geprobt. Ich stand an einem Kugelschott, unter mir lag der Bibelforscher. Und die Kamera direkt so vor mir. Und dann explodiert dieses Ding und es wabert der Rauch durch und es war beißend. Also du hast echt keine Luft mehr gekriegt. Und ich merkte, wie bei mir, ich über Bibelforscher drüber hänge und wie die Kotze hochsteigt. Ja. Ich merkte, ich habe es irgendwie zurückgeschluckt, weil ich wollte dem ja nicht ins Gesicht kotzen. Das wäre dann richtig Method gewesen. Und jetzt habe ich hinterher Petersen gesagt, der sagte, mein Gott, warum hast du es nicht rausgelassen? Eine Frage habe ich noch zum Boot. Martin, warst du dabei, als Petersen das Boot an Steven Spielberg ausgeliehen hat? Leider Indiana nein. Jones? Weil es war ja das gleiche Jahr. Es wurde ja, das wissen ja viele, wissen das ja nicht, das U-Boot, was bei Indiana Jones, also bei erster Teil, genau, bei Jäger des verlorenen Schatzes, wie auf Deutsch heißt, das ist das Boot. Das ist das Boot. Genau, da warst du nicht dabei. Ja. Leider nicht. Schade, hätte ich jetzt einen schönen Ansatz gehabt. Aber ich habe von Harrison Ford ein Autogramm. Wie das ist es das einzige Autogramm, das ich besitze. Das hat mir ein Freund. Ich kann dir nachher eins geben von mir, dann hast du zwei. Hat ein Freund, der mit ihm, der Fahrer war in der Produktion, wo er mal aufgetaucht ist, mir mitgebracht, weil er wusste jetzt, dass ich ein großer Fan bin. Aber steht nicht drauf für Martin, aber steht Harrison Ford drauf. Ach, wie schön. Ja. Dann kam ganz viel Fernsehen, Theater. Du hast so ziemlich alles gemacht. Ich habe mal nachgeguckt, du hast wirklich Tatort gemacht, du hast Auf Achse gemacht, du hast Wilsberg gemacht, du hast Forsthaus Falkenau gemacht und du hast auch ganz viele Soko-Folgen gemacht. Von Soko, Achtung, jetzt bitte mitschreiben, aufpassen, aufnehmen, von Soko zu Soko. Oh, gut. Wie ist es dazu gekommen? Boah, ey. Also wenn ich dafür nicht den Grimme-Preis kriege, weiß ich auch nicht. Finde ich auch. Also nicht tolle, schlecht, tolle, tolle Moderation. Ja, danke schön. Ganz toll. Wie ist es dazu gekommen? Ich habe 1999, ich war schon sehr viel im Synchron tätig und habe Werbung gesprochen und Hörspiele und alles Mögliche. Und ab und zu schickt man halt mal ein paar Sprachproben rum. Das waren die Zeiten, wo man noch diese silbernen Scheiben hatte, genannt CD. Und war das nicht sowas, womit man sich so waschen konnte? Ja, nur Wasser an CD. Ja, genau. Und ich hatte halt mal wieder so eine Aktion gestartet und habe 100 CDs an 100 Studios und Produzenten und so geschickt. Und eines Tages klingelt mein Telefon und da ist ein Typ dran, der sagt, ja, hallo, mein Name ist Oliver Döring. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen,
Geisterjäger John Sinclair. Ich sage, ja, kenne ich, habe ich als Jugendlicher gelesen, ein paar Heftchen, ja. Ja, und da machen wir Hörspiele und Sie sind mein Zuko. Okay. Und so kam es dann. Also das heißt, du hast Sinclair zwar auf dem Schirm gehabt, aber das war jetzt nicht präsent für dich. Nein, das war jetzt nicht so präsent, dass das jetzt gemacht wird und sowas. Irgendwie hat eine dieser CDs es zu Wortart oder wohin auch immer oder direkt zu Olli. Wortart hat es damals produziert. Wortart hat es produziert. Und irgendwie ist es dahin geschafft und dann kam das da raus. Und das war das Schönste, was ich aus diesen 100 CDs quasi entwickeln konnte, weil es ja nun auch schon so eine lange Zeit ist. Es war 1999 bis heute, also 22 Jahre bin ich dabei und es macht immer noch Riesenspaß. Wie gesagt, von Anfang an. Aber ich meine, wenn du damals so als Schauspieler, du hast Drehbücher geschrieben, du hast für Büro hast du geschrieben. Ich habe für Hintergittern geschrieben. Für Hintergitter hast du geschrieben. Mhm. Da schließt sich dann wieder der Kreis mit Kathi Karrenbauer, ja, mit unserer neuen Jane. Genau. Ne? Ja. Ja. Und da kommt auch sehr viel zusammen. Aber du hast auch Hamlet gespielt und du hast ganz viel Theater. Ja. Du hast eigentlich sehr, sehr viel gemacht. Und dann kommt so ein Angebot, wir vertonen, ich sage jetzt mal, Groschenheft-Romane. Hast du gedacht so, was ist das? Oder hast du gesagt, das ist eine Herausforderung? Ja, also ich habe nicht gedacht, was ist das? Also zum einen war Olli Döring sehr überzeugend. Mhm. Also der konnte Leute sehr, sehr gut überzeugen. Und ja, natürlich hatte ich auch Lust, also wie gesagt, ich kannte diese Groschenheftromane zum Teil aus, ich war nicht Fan, aber ich habe bestimmt so 4, 5 gelesen, als ich 12, 13, 14, 15 war, so in dem Alter. Es hat mich gereizt. Und dann kam eben dieses erste Hörspielmanuskript und das war so super. Und klar, dann haben wir es gemacht und ich fand es ja faszinierend. Das hat ja so Hörspiel auf eine neue Stufe gehoben. Also eben war ja auch Werbespruch Kino für die Ohren. So ist es. Also das war ein Gamechanger in dem Moment. Ja, genau. Also das hat die Hörspielszene revolutioniert, quasi wiederbelebt sozusagen. Ja. Du wusstest dann wahrscheinlich auch, John wird von Frank Laubrecht gesprochen, Erzähler ist Kerzel und so weiter. Ja, genau. Wie hast du dann den Zuko dann angelegt? Ich meine, du hast dich natürlich in die Hände des Regisseurs begeben und was hast du eingebracht zu Zuko? Weil Zuko, ich finde ja, Zuko, und ich habe ja auch mit Sir Jason Dark darüber gesprochen, über Zuko. Zuko ist ja ein ganz besonderer Sidekick, ist ja mehr als ein Sidekick, ist ja wirklich ein Partner. Genau. Und mittlerweile hat er ja auch eigene Geschichten, wo er auch mehr im Mittelpunkt steht, jetzt gerade die ganze Shimada-Sache. Ja, genau. Und das ist ja eigentlich sehr, sehr schön, weil viele denken, ja, es steht halt John Sinclair drauf, aber es ist halt mehr als das. Es ist ein wirkliches Universum. War es am Anfang schon so angelegt für dich, dass du sagtest, das ist wirklich sein Kumpel, sein Partner? Oder war es mehr als Vorsicht, John, hinter dir? Ja, naja, es war schon auch Kumpel und Partner. Also das hatten wir, klar, in den ersten Dingern haben wir ständig Vorsicht, John, hinter dir. Aber auch da war ja schon deutlich mehr. Mhm. Es war halt so, Zuko ist der doch etwas Jüngere und das ist ja auch, meine Stimme war damals noch jünger und sie ist immer noch, klingt noch relativ jung. Es hat sich nicht so richtig viel verändert, Martin. Also du musst jetzt nicht kokettieren. Also, du hast eine extrem angenehme Stimme. Ne? Also, schön, danke schön. Ja, aber du hast auch eine Stimme, wo man jetzt nicht sofort raushört, ach, das ist jetzt der Mai, wo man jetzt sagt, okay, das ist der Glaubrecht oder das ist was weiß ich, der Kerzel. Ist das im Synchronbereich und im Sprechbereich, ist das eher ein Vorteil oder eher ein Nachteil? Weil ich glaube schon, dass du auch universell einsetzbar bist. Ja, also ich kann gute wie böse sprechen, aber ich sag mal, das kann jeder Synchronsprecher oder sollte es können. Der Unterschied ist eben, ich lebe in Hamburg, deswegen bin ich keine Hollywood-Stimme. Also um Hollywood-Stimme zu werden, musst du in Berlin sein. Das ist in Berlin so. Werden die Filme, die da Kinofilme werden alle gemacht, Kinofilme, oder im Grunde fast alle. Also da hat sich auch in den, ich sag mal, seit den 90er Jahren sich doch wirklich fast alles hinorientiert. In Hamburg und München wird auch ein bisschen was gemacht, Köln, glaube ich, minimal. Aber Berlin ist einfach die Hauptstadt des Synchrons. Und wenn du eben die bekannte Stimme werden willst, dann musst du da sein. Und ich war halt familiär und aus anderen Gründen eben fand ich eben Hamburg passend. Und es ist auch alles schön. Aber es ist durchaus... Ja, also ich kann viele Dinge machen. Du das tanzt ist angenehm. Auf ich tanze auf vielen Hochzeiten. So ist es. Sehr, ja, genau. Ja. Aber als du das damals angefangen hast, hast du nicht gedacht, dass es in 20 Jahren immer noch dein ein Job von dir ist? Ist das jetzt eine feste Größe für dich? Ist das so eine Konstante für dich? Ja. Suche in deinem künstlerischen Leben? Ja, also es ist für mich, ich bin ja gar nicht so viel im Jahr damit beschäftigt. Das sind vielleicht
zwei oder drei Termine, wo wir dann drei, vier Hörspiele aufnehmen oder meine Parts halt daraus aufnehmen. Insofern sind die Fans, ihr seid jeden Tag damit beschäftigt, gehe ich mal von aus. Und ich halt nur so ja, paar Tage, paar Wochen im Jahr. Aber klar, wenn du so eine Figur über 20 Jahre sprichst, dann hast du schon Bezug dazu. Und auch, ich finde es toll mit den Fans, wenn auf den Conventions und so, wenn ihr kommt und Autogramme wollt und mit uns reden wollt, ich mag das sehr gern. Also insofern, ich bin froh und glücklich damit und ich möchte es gerne so lange machen, wie es irgendwie geht. Und wenn es auf der anderen Seite von Lübbe und den Fans gewünscht ist, bin ich gerne auch noch weitere 20 Jahre dabei. Ich habe da ein ziemlich gutes Gefühl bei der Sache. Bist du mehr auf Suko angesprochen oder mehr auf das Boot? Das Boot. Doch, aber es gibt natürlich so bestimmte Fanszenen. Also ich habe zum Beispiel, was ähnlich ist wie mit Suko von dieser Fanbase her, in Naruto eine durchgehende wichtige Rolle gespielt. Naruto ist eine sehr bekannte Anime-Geschichte mit über 650 Folgen. Und da spreche ich Kakashi. Das ist der Lehrer von Naruto. Ich habe auch einige Folgen Synchronregie gemacht und so. Aber auch Kakashi ist was, wo bestimmte Leute, auch in einem bestimmten Alter sicherlich, mich wiedererkennen, identifizieren und damit da jetzt nicht darauf festnageln, aber also das ist halt das Wichtige. Da ist Martin May halt Naruto, da ist Martin May Suko und da ist Martin May im Boot. Also aber so dieses Asiatische, das ist, liegt ja dann schon. Obwohl Suko ja gar nicht. Obwohl Suko spricht ja gar nicht Asiatisch. Überhaupt gar nicht. Ich meine, das ist ja auch so angelegt von. War am Anfang eine Überlegung, wollen wir da irgendeinen Akzent oder irgendwas reinmachen, ein falsches L? Diese Mythologie im Hintergrund und diesen, wie heißt der, dieser magische Kugelschreiber? Macht das mal. Der Stab des Buddha? Der Kugelschreiber des Buddha. Topa! Achso, jetzt bleiben sie alle. Ich darf, also 3, 2, 1, ihr seid wieder da. Auf jeden Fall ist der Stab des Buddha, hast du das angelegt, Topa? Hast du das irgendwie? Laut. Laut, einfach nur laut. Das ist super, das ist Method Acting at its best. Genau, du hast dir dein Geisterjäger-T-Shirt angezogen, das finde ich auch. Das habe ich auch schon sehr lange. Das passt dir immer noch. Das hat sich ein bisschen jetzt verändert. Suko hat ja auch durchaus, man nennt das ja Story Arc, also hat einen Bogen, einen eigenen Bogen, auch mit Chao natürlich ganz klar. Da war eine große Tragik dabei und eine große Emotionalität. Ja, fast schon eine Art Melodramatik. Ja. Hast du gedacht, das ist jetzt was wo dich richtig reinkriegst? Ja, das macht Spaß. Ja. Das macht natürlich total Spaß, schauspielerisch voll sich reinzuschmeißen. Mhm. Wir sind ja. Also Sprecher, Hörspielsprecher, Synchronsprecher. Nein, wir sind alles Schauspieler. Wir sind Hörspielschauspieler. Wir sind Synchronschauspieler. Wir arbeiten vielleicht mit ein bisschen, also wir legen auf was anderes dann Wert. Also wenn du auf der Bühne spielst, musst du andere technische Mittel einsetzen oder vor der Kamera. Aber im Prinzip das Innere, worum es immer geht, die Emotionen rüberzubringen, die Emotionen beim Zuschauer auszulösen, das ist überall gleich. Jetzt ist Suko, Suko ist ja Johns Partner, man könnte sagen sein Sidekick. Mhm. Er ist ja eigentlich sowas, wir haben mit Ian Rolf Hill schon drüber gesprochen, er ist ja was für John Suko ist ja Dr. Watson für Sherlock Holmes so ein bisschen. Also gerade im Hörspiel ist es ja immer wichtig, dass man Ansprechpartner hat, weil sonst fängt man an, so komische Monologe zu machen, die wir alle noch von den drei Fragezeichen hören. Oh, da ist eine Tür. Oh, sie ist verschlossen. Was ist denn hinter der Tür? Was liegt denn da rum? Und so weiter. Und das passiert ja relativ wenig. Ja. So, ne? Wie würdest du jetzt sagen, jetzt, weil du ja auch viel geschrieben hast und viel Theater gespielt hast, was ist jetzt so die Beziehung, wie wichtig ist Suko für John? Ist das irgendwie. Ja, es ist der beste Kumpel und der wichtigste. Also sie erleben ja auch die. Ja, also würde ich schon sagen. Also ich meine, John ist natürlich der Vordergrund. Das ist ganz, ganz klar. Aber sie helfen sich auch gegenseitig aus der Patsche. Also beide haben sich gegenseitig mehrfach das Leben gerettet. Das stimmt. Ja, und das ist schon eine sehr enge Beziehung. Und das war sehr lustig. Vor ein paar Jahren drehte ich fürs ZDF in Amerika. In den Staaten. In den Vereinigten Staaten. In den USA. Und hatte eine. Du bist also über den großen Teich. Ja. Du hast die Maschine in die Staaten genommen. Oder das Flugzeug nach Amerika. Es war ein Flugzeug nach Amerika. Jedenfalls drehten wir da in der Nähe von New York und ich hatte eine Partnerin,
Ich spielte einen Menschen aus der Einwanderungsbehörde, der mit seiner Partnerin da halt ja, jemanden verfolgt. Und diese Partnerin lernte ich erst da dann kennen. Das war eine deutsche Schauspielerin. Und das Erste, was sie zu mir sagt, ich soll dich von John grüßen, Zuko. Und das war die Frau von Dietmar Wunder. Was? Violett, ja. Das ist ja der Hammer. Ja, hast du das schon mit Dietmar? Also ja, na, ich hatte mit Dietmar, wir hatten schon mal irgendwo uns, also wir hatten auf irgendeiner Convention oder wo hatten wir, oder Live-Hörspiel gemacht oder sowas. Und sie kommt an und sagt eben, ich soll dich von John grüßen, Zuko. Das fand ich super. Das ist doch schön. Das fand ich total süß. Du bist die Konstante in den Hörspielen für mich. Also John ist jetzt Dietmar, früher war es Frank Laubrecht. Ja, aber die Figur ist ja trotzdem die konstant. Figur ist die gleiche, aber du hast Zuko nicht irgendwie jetzt, da irgendwie jetzt angepasst. Und es hat sich Zuko irgendwie für dich irgendwie verändert? Ist es irgendwie, wachst du morgens auf und sagst, ich kann ihn jetzt? Oder was? Oder bist du es? Oder wie ist jetzt über die Jahre, ich frage dich, wie ist jetzt die Identifikation? Weil das ist ja doch wirklich, wir reden ja von 20 Jahren. Ja. Also ich kann Zuko anschalten. Okay. Kannst du ihn aber wieder ausschalten. Und es ist so, wenn ich mit Dennis Erhardt jetzt aufnehme, übernächste Woche haben wir wieder einen Studiotermin. So die ersten Jahre hat man eben manche Sätze 3-4 Mal wiederholt. Mhm. Also meistens ist es der erste heute. Ja, mittlerweile so. Also nicht so, irgendwie, aber es ist halt verinnerlicht. Du bist Zuko. Ja, es ist darauf will ich hin. Du bist Zuko. Ich sitze neben Zuko, ladies and gentlemen. Wie ist es denn dazu gekommen, weil du ja auch Autor bist und auch schreibst, du hast Drehbücher geschrieben, du hast einen Gespensterkrimi geschrieben. Ja. Und zwar den Turm des Grauens. Genau. Wie ist es dazu gekommen? Das wissen viele nicht, deswegen muss ich das sagen. Du bist nicht nur Sprecher, sondern bist auch Autor. Genau. Horror, Hörspiel, Autor. Genau, weil der Auftrag kam. Kam der von Kerstin Kaiser damals? Oder? Das weiß ich jetzt nicht. Ich frage dich. Nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Jedenfalls, ich wurde hier von Lübbe aus dem Haus Lübbe heraus angesprochen, weil die wussten, dass ich auch schreibe. Und ich hatte ja eben, wie gesagt, Drehbücher geschrieben und alles Mögliche. Und dann wurde ich angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, sowas mal zu machen. Und ich dachte, probiere ich gerne mal aus. Ich habe ja eine Beziehung dazu und ob es dann so dann funktioniert, muss man halt dann sehen. Aber das war eine spannende und interessante Erfahrung und ich glaube, der ist auch ganz gut geworden. Kann man auf jeden Fall hören. Turm des Grauens, Gespensterkrimi, ganz tolle Sachen. Martin, vielen Dank für das Gespräch. Wir machen es nochmal irgendwann mal, glaube ich. Ja, wir reden nochmal über... halbe Stunde schon rum? Das ist eine halbe Stunde, ungefähr. Am Ende habe ich noch eine kleine Nerdfrage an dich. Kennst du erstmal die Frage, die ich jedem Sprecher stelle? Team Glenda oder Team Jane? Team Schau. Ach, das kam wie aus der Pistole. Hallo. Das ist eine gute diplomatische Antwort. Dietmar hat gesagt, ich schweige dazu. Ah, okay. Also Diplomat. Martin May, kennst du die Verbindung von, ich bin ein großer Queen-Fan, bin ein großer Sinclair-Fan, ich bin auch ein großer Queen-Fan. Kennst du die Verbindung von Freddie Mercury und dir? Freddie Mercury und dir? Es gibt eine direkte Verbindung von Freddie Mercury und dir. Wir haben beide mal in München gelebt. Ja, München ist nicht schlecht. Schwabing, Ockhamstraße. Nee, pass auf. Ganz einfach. Du hast mitgespielt in Zabu, dem zweiten Schimanski. Ja. Kinofilm. Ja. Zu diesem Film hat Freddie Mercury einen Song beigesteuert, einen exklusiven Song. Ach. Hold On mit Joe Dare, ein Duett. Ach, und das der wurde extra für den Film gemacht, oder was? Der wurde extra für den Film gemacht. Nein, das wusste ich nicht. Doch, ja. Ja. Ha. Du, ja. Ihr wart so. Hey, habt ihr euch auf der Kinopremiere nicht getroffen? Nein. Das wäre doch nochmal schön gewesen. Ja, da wurde mir ja die Hand weggefetzt. Kann man sich alles nochmal angucken. Genau. Martin May, Zuko, das war toll. Super. Ich danke dir. Wir machen das irgendwann nochmal. Gerne, ja. Bis die Tage. Danke, alles Martin May. Danke fürs Zugucken und angenehmes Gruseln allerseits. Sag nochmal zum Schluss. Was soll ich sagen? Topa! Ach. Topa! Haha, ich kann mich bewegen, aber der nicht.